Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Portal Knights, die Portalritter. Rechts von mir die Serendipity. Hallo ihr Lieben. Vor mir die Jorle. Hallo. Und links Hallo. Von mir der Bodan. Hallöchen. Bodan, du hast ganz schön viel Haare im Gesicht. Ja, ich habe gedacht, wir brauchen Wolle. Wir brauchen Wolle, ja, genau. Ist im Wolle Petri. Wolle Petri für Arme. Genau, wo sind wir hier? In Portal Knights. Portal Knights, wenn das Video erscheint, dürfte morgen erscheinen. Also so ist der Plan. So kommt am 25. raus. Und ist eine Mischung zwischen Minecraft, Terraria, Starbound. Ich sehe den Gegner nicht. Und Skysaga, auf jeden Fall. Mehr Skysaga als alles andere. Rettet wo dann? Wundert euch nicht, bei mir ist irgendwie gerade TS ein bisschen Schwankungen und so. Das regelt TS sich schon. TS ist schwanger? Schwankungen. Ach, Schwankungen. Weiß ich nicht, es ist irgendwie komisch. Komisch? Hallo, ich will aus dieser Kamera raus. So. Ja, wir sind hier auf einer einsamen Insel, müsste man vielleicht nochmal dazu sagen. Das sind hier so kleine Inselwelten. Total einsam. Achso, ja, wir sollten vielleicht noch einen Tipp geben, oder? Was die Grafikeinstellung angeht, oder? Wollen wir das nur? Das hatten wir das letzte Mal rausgefunden, Jorle, beim Testspielen. Die Grafikeinstellung? Weiß ich nicht. Was meinst du denn? Unter Grafik kann man, wo ist es? Anzeigeeinstellungen. Also was ich ausgemacht habe, ist die Tiefenunschärfe. Das ist der zweite Punkt von oben nach den Schatten. Ja, Blumen habe ich auch aus. Das ist nämlich sonst so alles so unscharf. Also für euch, wenn ihr nicht scharf seht, Wodan und Serendipity, ja. Dann könnt ihr einmal E drücken, um in die Optionen reinzukommen. Und dann ganz rechts ist das Zahnrad oben rechts. Ich nehme, glaube ich, gerade versehentlich die Hütte auseinander. Die Hütte? Nein, nicht die Hütte kaputt machen. Zu spät. Du machst nichts, außer die Hütte kaputt schlagen. Es gibt hier übrigens so kleine, also so Klassen, ne? Also ihr seid ja jetzt Ritter einmal oder so Krieger, ne? Bist du Minias? Und der Wodan ist ein Waldläufer oder sowas. Ja. Und die Mädels machen natürlich einen auf Zauber. Also richtig. Beiden. Ja, wir sind ja auch zauberhaft, hallo? Ja. Ja. Und ne? Natürlich. Hat jemand Holz? Also wie gesagt, wenn ihr eine, so eine gewisse Unschärfe... Oh. Ich werde vom kleinen, dicken Drachen angegriffen. Vom kleinen, dicken Drachen. Ich kann mich nicht bewegen jetzt. Echt, also Leute, TS ist heute ein bisschen muckelig, ne? Also verzeiht's mir. Oh, ich hab's geschafft. Wie gesagt, wenn ihr so eine gewisse Unschärfe im Bild habt, macht diese Tiefenunschärfe aus. Das war das erste, was ich abgeschaltet habe. Das noch an dieser Stelle. Irgendwie sieht die Baumwolle sieht aus wie Popcorn, oder? Mhm, ein bisschen. Auf jeden Fall. Schmeckt bestimmt auch so. Kann man hier mal kurz. Salzig oder süß? Achso, ich gehe mal wieder in die, also hier First Person, ne, und es gibt eben auch die Third Person. First Person ist auf jeden Fall besser, um abzubauen oder zu bauen. Und Third Person finde ich besser zum Kampf. Mal so. So, ich besorge mal ein bisschen Holz, denn unsere erste Aufgabe ist es, hier in der Hütte. Oh. Ja. Die Werkbank zu reparieren. Ja, oder dann läufst du die ganze Zeit. Okay. Nee, eben gerade war es ganz komisch. Die magische Werkbank. Ja, ich sag ja, irgendwie ist heute komisch. Jemand schon an der Werkbank dran? Ja. Sein ist dran. Ja. Platsch, ja. Mhm. Natürlich. Blumenhand? Ich rede nicht, ich mach was. Ah, jetzt geht's wieder besser. Oh, Gott sei Dank. So, was waren jetzt die Aufgabe? Sätze 4? Ja, Portal Knights kostet auf Steam so rund, also war mit 15 Dollar angekündigt. Den genauen Europreis wissen wir nicht, aber wahrscheinlich sind es dann irgendwie 13,99 oder sowas in der Art. Und uns wurden die Keys zur Verfügung gestellt an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank dafür. Genau, vielen Dank an 505 Games, das sind die Entwickler, beziehungsweise, ich habe einen Holzklack. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Es wird auch noch, das werde ich noch genauer ankündigen, es wird auch einen Livestream geben. Ihr habt dann die Möglichkeit, nämlich einen Key zu gewinnen für Portal Knights. So war zumindest der Plan. Mal gucken, wann das sein wird, das kann ich derzeit noch nicht sagen. Weil im Moment ist es Sonntag, wir nehmen auf und irgendwann Mittwoch, Donnerstag kommt das Spiel raus. Und da muss ich mich noch besprechen, wie das Ganze aussieht. Okay. Ja, erstmal hier ein kleiner Ersteindruck. So, ich hau jetzt mal hinten die Dinger kaputt. Kriege ich mich ein bisschen Holz. Kann ich uns eine Werkbank noch eine zweite machen? So, ich komme auch mit Sachen wieder. Ich repariere uns mal die, hier. Wenn ihr was herstellt, macht's nicht wie wir am Anfang. Also, das habt ihr nicht gesehen. Im ersten Probespiel hier den Stuff auch wieder rausnehmen, den man hergestellt hat. Und dann soll man sich hier eine Junkersbeste herstellen. Ne? Plus 20 Leben. Machen wir Junkersweste am Stissel.
Wenn man kämpft, geht man übrigens immer in so einen komischen Modus. Also wenn ihr mir jetzt sagt oder uns, beweg dich doch. Es geht in dem Moment nicht. Auch wenn man abbaut, geht das leider nicht. Kannst dich nicht bewegen. Man das ist wird praktisch, nicht möglich. Man wird praktisch fixiert, dass man so im Kampf bleibt. Ist in einer Art Kampfmodus. Und ich mache jetzt erstmal hier die Hütte wieder ganz. Habe ich schon. Nein, das Fenster habe ich nur zugemacht hier da. Ach so, jetzt hast du den Ausgang. Ach so. Okay, nee, hier ist der Ausgang. Ja, okay, alles klar. Ja, alles gut. Aha. Hat jeder seine Junkersweste? Nein. Nein, ich bin auch noch völlig woanders. Mich hat sie irgendwie vom Weg... Okay, abgebracht. Ja, weiß auch nicht ganz genau, wo kriegst du denn Baumwolle her? Hier, ja, von diesen komischen weißen Büschen. Hier, wo dann? Popcornbüsche nennt man sie auch. Ja. Hier, wo ich stehe, siehst du mich? Ah. Hier, da sind sie. War doch eben so ein kleiner Drache. Da ist dieser kleine grüne Drache. Da, guck mal, dem poliere ich jetzt sein Fell. Du polierst dem Drachen sein Fell? Ja. Das klingt aber schwierig. Was denn? Da, guck. Umhang. So, dankeschön. Oh, ich habe ein Ei gesammelt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ein Ei? Ein Ei, tatsächlich. Ich habe ein Ei eingesammelt. Das ist doppelt schwierig. Ich zeige euch übrigens mal die Karte. Die Vorgeschichte ist ja, dass es alles zerrissen hat und die Welt in Teilen ist. Deswegen müssen wir durch Portale reisen. Oh, was habe ich denn jetzt mit dem Ei gemacht? Es hat sich aufgelöst. Oder mir sind die... Ich will es auch nicht wissen. Heute... Was ist los? Erst dem Drachen gestreichelt, dann das Ei, also schwierig. Nice. Ihr könnt euch mal die Map angucken. Wenn ihr entweder wahrscheinlich M drückt, beziehungsweise, ist das M? Ja, ist M. Ah, ich hab's dann habt ihr die Karte, da sieht man den Planeten praktisch in Teilen, deswegen müssen wir durch Portale reisen. Und man sieht ja auch hier so Abschnitte mit Fragezeichen, was wird uns dort erwarten. Außerdem scheint hier ein Bosskampf irgendwie so weiter hinten zu sein, also ich bin schon sehr gespannt. Wo denn? Ach so, auf der Map, alles klar. Genau. Was habe ich jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Habt ihr, wo dann kannst du so eine zweite Werkbank machen? Moment. Ich habe mich gerade zurückteleportiert. Jetzt mein Spiel. Wohin denn? Wenn ihr M drückt, unten rechts gibt es ein wieder zur Startplattform zurückteleportieren. Puh, drehen. Wieso soll ich mich denn drehen? Ach ja. Geht jemand durchs Portal von euch? Innen? Außenansicht. Außenansicht. Ich habe mich hier gedings. Oh, da fehlen mir Sachen. Hey, ja, also. Was brauchst du noch? Ich brauche mal 4 Steine. Holen wir jetzt mal hier Stein. Mhm. Im Übrigen erscheint Portal Knights als Early Access, das heißt, die Entwickler legen auf euer Feedback da auch Wert. Wie sich das Spiel so entwickeln soll, kann, muss, soll, ich weiß nicht genau. Oh, der Blob macht mich fertig. Also ich finde momentan dieses Menü echt noch sehr schwierig, vor allem, weil das auch so extrem groß ist. Ist nicht besonders gut gemacht. Gleich kaputt. Nee, ist zu groß. Man hat das Gefühl, dass es für ein Tablet ist, aber das kann sich ja noch ändern. Oder was für Blindfische. Wie dich. Das werden wir sehen. Ja, ja genau. Oh, Wodan kämpft mit. Wodan ist an meiner Seite. Dieser blöde Portalstein-Dings-Rezept? Wir müssen ja in der Werkbank schmieden. Ja, ach hier, ah da. Ich muss da noch Sachen machen, du kannst gleich ran. Bei mir fehlt ein Portalsteinteil. Macht aber nicht. Ich muss noch so ein Portalsteinteil finden. Ich habe noch 4 Stück, ich kann 2 Portalsteine. Das hilft mir ja nicht. Ach so. Dann töte noch einen Gegner, dann kriegst du die ja. Ja, ich suche mir gerade einen Schmetterling. Oh nein, doch nicht ein Schmetterling. Such den Gegner. Okay, den Schmetterling. Der böse Killerschmetterling. Ja, Palm weg. Gut. Ja. So, dann schmiede ich nochmal 2 Portalsteine. Sehen wir schon ein bisschen hübscher aus. Ach ja, aufs Aussehen wieder. Natürlich. Entschuldigung mal bitte, ich brauche eine Robe. Ich war vorher nackig. Was ist auch nicht so schön. Ja. Ah, jetzt. Was denn? Aber gucken, habe ich jetzt 2 Portalsteine gekriegt? Ich verstehe es nicht. Auf einmal du kriegst 3. Ja, du kriegst ja Splitter. Ja, Splitter. Mhm. Ich brauche 2 Splitter, um einen Portalstein herzustellen. Jetzt habe ich 3 Splitter in der Tasche. Oh, wahrscheinlich habe ich gerade 2 gekriegt. Ich bringe schon mal meine Portalsteine am Portal an. Jo. Oh, irgendwas ist passiert gerade. Ja, ich habe eine Kiste abgebaut. Die war hier einfach so. Oh, ich habe einen mächtigen Mana-Trank gefunden. +1. Machst du eine Mine? Ja. Was ist denn das hier? Ach du, ahnst es ja nicht. Wo bist du hin? Ich bin hier weg. Oder an? Ja. Geh hinter dir. Ja. Geh da nicht rein. Das ist gruselig. Oh, nein. Geh mal rein. Hast du dich zugebaut? Da war auf jeden Fall gerade eine Fackel. Feuer. Was ist das hier für ein Stein? Das will ich jetzt wissen. Ich habe keine Fackel, ich sehe ja nichts da unten. Ganz schön dunkel da unten. Das ist ein
verzierter Ruinensteinblock, natürlich. Habt ihr noch Portalsteine? Fall. Ja. Ja, einen habe ich aber noch. Ihr seht, das lang da oben, wir brauchen drei. Ja, nee, jeder, ich habe so einen ungefertigten, habe ich. Achso. Wir brauchen noch, warte, ich gucke mal. Ja, einen kann ich noch dran machen. Wir brauchen zwei fehlen noch. Warte auf mich. Dann können wir porten. Portal? Porten. Bin auch gespannt, ob man wieder zurückreisen kann. Man kann die auf jeden Fall. Das ist ja unsere erste Welt. Ja. Das ist auch unsere Heimatwelt. Die wird als Heimatwelt gekennzeichnet. Du kannst dir denn später aber auch andere Welten, also auf dieser M-Karte, ne, als Heimatwelt zufügen. Ein Portalstein fehlt noch. Ja, ich habe halt so ein unbenutztes Teil. Man kann leider Sachen nicht rüberreichen, ne? Das ist irgendwie nicht möglich. Oder wir haben es noch nicht kapiert. Wenn der gefertigt ist, hast du ihn gefertigt, den Portalstein. Nein, ich habe halt so ein Dann müsst ihr an die Werkbank und euch... Wenn ihr zwei Fragmente habt, könnt ihr einen Portalstein fertigen. Ja, ich muss noch was wegbrezeln, dann geht das. Was bedeuten diese grünen, leuchtenden Dinger da drüber? Da oben ist übrigens eine Mine auf dem Berg, die ist rot. Meint ihr, ist die gefährlicher? Bestimmt. Nö, hier ist nichts gefährlich. Da oben ist aber rot. Oh, was ist denn jetzt passiert? Was passiert? Was ist los? Bist du tot? Angegriffen. Ah, du hast zurück teleportiert, genau das, was ich von denen auch gemacht habe. Genau. Ja, genau. Wie habe ich denn das gemacht? Weiß ich nicht. M auf die Map, auf diese Sternenkarten-Map. Ja, genau. Und dann okay, verstehe. Rechts ein Symbol. Jetzt habe ich eins. Ja, ich habe hier einfach nur wild rumgeklickt. Hier oben ist eine Mine, wollen wir die jetzt erforschen? Nein. Geh doch rein, die ist ganz klein, da kannst du so rein. Hallo Mine. Ohne uns. Bereite dich gut vor, bevor du gehst. Also, ich bin vorbereitet, wir können. Nein, warte, hier ist noch ein Geheimnis. Warte noch, hier ist ein Geheimnis. Ich habe einen Portalstein. Es fehlt doch noch ein Portalstein, wir können doch noch gar nichts machen. Ich mach grad. Da leuchtet was Grünes über der Hütte, was ist denn das? Ich habe roten Quarz, Baumwolle und vier schwache Heiltränke eingesammelt. Jetzt kann ich von mir jetzt geht's los. Jetzt schlagen sich die Ereignisse. Habt ihr übrigens auch einen Stufenaufstieg? Dann könnten wir ja gleich mal das Aufleveln zeigen hier. Warst du oben in der Mine? Nein, ich habe noch keinen. Was sehr einfach ist übrigens. Und wo ist das Geheimnis? Der Weg ist frei. Ja. Da war eine doppelte Wand hinten. Oh, der Wodan hat's aktiviert. Der kann mal wieder nicht warten, weißt du? Ach nein, jetzt geht nicht rein. Ich habe hier noch zu tun. Geh doch nicht rein. Ich habe doch nur aktiviert. Ich mach doch gar nichts. Oh, ist das anstrengend. Der Cooler sieht aus wie ein großes Ding mit Mund, das Portal. Ja. Portalstein. Achso, hier, wir machen uns doch Schüchchen. So, hau rein. Dipti wird angesaugt. Da sind voll die Funken, die wegfliegen. Ja, ich warte hier, ne? Du wirst dematerialisiert. Was? Ja, schlöß mich gerade auf. Geh rein. Nee, ich denke, wir sollen auf Jolle und so warten. Die hat gesagt, ja, okay, geht los. Nein! Nein? Noch nicht? Entschuldigung. Nein. WTF, was? Roffel. Oh, da ist ein Drache. Beschieß den Drachen. Ein kleines Ding. Ich komme ja schon. Falsche Richtung. Ich habe eine Steinspitzhacke hergestellt. Sicherer in der Fremde. Oh, da ist ein blau leuchtendes Skelett. Das finde ich irgendwie nicht so gut. Was? Blau leuchtendes Skelett? Was erschreckst du alles? Es ist einfach genial hier. So. Ich habe Angst. Gehen wir durchs Portal? Ja, wir gehen jetzt durchs Portal. Ich glaube, Gerge in 5, 4, 3, 2. Explodiert. Unendliche Weiten. Schön. Staubige Berge, Stufe 2. Gott, die hat uns hergebeamt. Wir sind im Kaktuswald. So. Irokesen Johannes auch anwesend. Wunderbar. Alles klar. Gott, wo sind wir denn hier? Mitten in der... Also nirgendwo. Hosen anziehen. Irgendwo im Nirgendwo. Gleich wird alles zerklopft. Weißt du, das machen die Menschen ja auch. Die kommen in der Fremde an, dann wird erstmal alles zerklopft. Ja. Was hast du gemacht, Wodan? Hast du angepflanzt? Kann man essen wahrscheinlich. Ja. Wodan hat Sachen gleich eingepflanzt. Wodan ist ein guter Mensch in der Fremde. Oh, da oben laufen Gegners. Gegners! Okay, was leuchtet hier im Boden? Seht ihr das? Das leuchtet so... Hier leuchtet irgendwas orange. Lava? Aber ich hab mir eine Steinhalle gemacht. Ich geh mal lieber Gesundheit. Rein. Gesundheit. Hier ist irgendwas. Hier ist was. Kommt her. Was? Ich hab was freigelegt. Einen alten Tempel oder sowas. Oh ja. Ja, gut. Oh.
Ja, du gehst vielleicht runter. Sandy, komm mit. Ja, klar. Was denn? Ich habe gerade Gegner angegriffen oder sowas. Blau, sind das Gegner? Ich habe keine Ahnung, ob das Fremde Gegner Welten. Sind. Wir gehen runter, schnell. Wir flüchten. Oh mein Gott, du wirst angegriffen. Was denn? Wo geht man denn hier ja, runter? Hier runter, hinter dir. Ja. Hinter dir. Gut, fertig, weg. Oh, hinter mir. Da ist so ein Auge. Was geht's denn hier? Oh. So ein... ich komme aus der Erdewurm. Eine Killermade. Ach du Schande. Levelaufstieg, ne? Oh, scheiße. Okay, okay, okay. Hier ist ein tiefes Loch und eine Truhe. Jolle. Wo ist schon eingesammelt? Ja, was ist denn, Schnuckelein? Was ist ein Fackelträger? Ein Fackelträger. Wollen wir kurz mal warten hier? Auf was denn? Auf wieso schönes Wetter. Wir machen Ende. Wir hören jetzt auf. Das Spiel ist ja wohl nichts, oder? Das bringt ja nichts. Ja, Spaß. Ehrlich mal. Was ist denn? Ist jetzt schon zu Ende die Höhle? Ja, das war's. Ach nein. Ja. Ich habe irgendwas eingesammelt. Da geht's nicht weiter, wo so. Hier das. Weil in der anderen Mine ging's nochmal weiter. Da war eine doppelte Wand. Nee, da geht's wohl nicht weiter. Naja. Ich habe Kupferplattenblöcke eingesammelt. Nein, ich wollte sagen, ich würde sagen, wir sind am Ende der ersten Folge von Portal Knights. Was? Morgen gibt es direkt eine neue, vielleicht auch schon etwas später. Da bin ich mir noch nicht sicher, wann wir die Folgen zeigen dürfen. Vielleicht zeigen wir auch direkt noch eine zweite. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal eure Meinung in den Kommentaren da. Schreibt, oh, hier ist noch eine Made. Knall sie ab. Jetzt nicht mehr. Okay, zu viert ist das gar kein Problem. Lasst mal noch eure eine Meinung. Und noch eine und immer druff, 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 druff. Okay, jetzt lasst aber eure Meinung. Ne, noch eine. Nein, ist die Jolle. Wie gesagt, lasst eure Meinung in den Kommentaren da, gebt uns vielleicht einen Daumen nach oben. In der Beschreibung findet ihr die anderen Kanäle verlinkt, da könnt ihr euch die Ansicht des jeweiligen dort nochmal anschauen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, entweder heute schon oder morgen. Das entscheidet nicht wir, sondern das kriegen wir noch mitgeteilt. Ja. Also, bis zur nächsten Folge von Portal Knights. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Dann. Tschüss.